Hallöchen und willkommen zurück bei Skyrim. Hier immer noch mit S-Bern im Rattenweg. Früh am Morgen, wir bringen ihn jetzt erstmal sicher zu Delphin nach Flusswald. Hoffentlich sicher, wenn er mich durchlassen würde. So, kommt er mir hinterher? Er kommt mir hinterher, wunderbar. Ich könnte natürlich versuchen, schnell zu reisen, aber ich finde es eigentlich ganz cool, mal so ein bisschen... So. Da, kommt er. Oh, das wird lange dauern, der ist ein bisschen lahm. Na gut, der ist auch... Oh, wo kommt das denn her? Ist ja auch schon alt. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen und ich... Ich muss hier Wache schieben. Tja. Jetzt haben wir was Anständiges gelernt. So. Dann gucken wir doch mal. Vielleicht, wenn ich ein bisschen rauszoome, vielleicht sehe ich ihn dann. Ja, guck mal hier. Wo laufen wir denn lang? Ich würde sagen, wie wir gekommen sind, aber ich würde dann eventuell... Oh Gott, ist das weit, ne? Hier unten lang gehen, über den Pass. Beim Alchemistenhütte, ich weiß gar nicht mehr, wo war das? Hier lang? Nee. Emmas Schande... Hier rüber? Das sehen wir schon. Was habe ich denn gerade ausgerüstet? Ah ja, okay. Könnte ja sein, dass wieder jemand hier kommt und Trouble will, ne? Müssen wir ja vorbereitet sein. Ich gucke ab und zu, ob er noch kommt. Ich könnte auch einfach so laufen. Also laufe ich ein bisschen langsamer. Ja, das ist ein bisschen blöd. Oder so? So sehe ich ihn. Also sehe ich nicht, was vor mir ist. Na naja, komm. Er wird schon bei uns bleiben. Das wird schon klappen. So, wen haben wir hier? Halsgase Reisende. Ich will nicht schon wieder mit euch zanken. Könnt ihr mir etwas über Redekunst beibringen? Hm. Tja, nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Taner eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Bitte was? Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. Ja, da bin ich schon. Da bin ich schon King. Was macht ihr denn hier draußen? Die einen finden Inspiration, indem sie die Nase in Büchern vergraben. Die anderen, indem sie zechend durch die Städte ziehen. Ich finde sie hier draußen, in den Weiten von Himmelsrand. Na gut, dann... Also gut. Macht's gut, Halsgase Reisende. Hat der jetzt gesagt, er möchte nicht mit mir zanken, weil ich den schon mal angegriffen habe, aus Versehen? Hat er sich das gemerkt? Ist das so ein Dialogding bei Skyrim? Ivarstedt. Ja, erstmal nach Ivarstadt, ne? Beziehungsweise, nee, Helgen. Richtung Helgen ist richtig, ja. Ich mach das jetzt hier, ne, ohne weitere Unterbrechung. Könnten gucken, ob wir noch was aufdecken können, theoretisch, aber... Wie weit ist das? Na komm, wir gucken mal. Ganz kleinen Abstecher können wir ja machen. Huch. Hallo? Huch. Kommt ein Hirsch. Na, komm schon. Jetzt aufdecken. Los. Ohne Feinde bitte. Kein Bock auf Tanken. Avanchsnl. Das klingt zwergisch. Da lasse ich mal die Finger von. Kann ja eigentlich auch schnell laufen, wenn ich renne.
Kommt der hinterher? Nö, kommt er nicht hinterher. Naja, wenigstens haben wir was aufgedeckt. Was wir aber auch schon auf der Karte hatten, glaube ich. Aber egal. Valerie, Valera, Valera, Valera. Hoffentlich kommt kein Drache jetzt. Oh, ich hätte es nicht sagen sollen, ne? Ja, und sonst so, alles gut. Ich guck mal immer mal wieder auf die Karte, ne? Wo sind wir denn? Okay, halber Weg nach Dingens haben wir schon. Bis zum Gebirge. Ich könnte wahrscheinlich schnell reisen, ne? Sonst wäre der Marker nicht da. Sonst wäre der Marker ja auf ihm. Wurde der wieder von Astrid geschickt hier? Der Assassinen-Schlingel? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ah, hier. Dietrich Gold, Notiz der des Assassinen-Level. Ja, ja, brauche ich nicht. Weiß ich, was drin steht. Weiß ich, was drin steht. Ah, ja, mal zwischendurch, hä? Ist ja gar nicht so schlecht. Tja. Ist jetzt eine längere Reise, ne? Wobei, es geht eigentlich relativ flott, ne? Eigentlich geht es doch relativ flott. Wo kommen wir denn jetzt hin? Sind wir hier noch richtig? Ach ja, wir sind hier. Ah, okay, wir sind erst hier. Ui, ist das noch weit. Geht relativ flott, ne? Gut, dann haben wir heute mal eine Folge mit viel Laufen. Ich glaube, ich müsste übrigens mal ein paar Sachen verkaufen, habe ich mir so überlegt. Ich wollte ja ein bisschen trainieren. Nee, warte mal, ich nehme das nochmal mit. Was liegt denn da drin? Da liegt doch ein Ei drin, oder? Drosselei, ja. Das wird doch bestimmt was Gutes sein. Ich müsste ein paar Sachen, ich habe noch ewig viele Sachen in Einsamkeit rumstehen zum Verkaufen. Ich aber nicht verkaufen konnte, weil keiner mehr Geld hatte. Die müsste ich eigentlich, da müsste ich eigentlich mal rumreisen. Die müsste ich eigentlich mal einpacken oder müsste ich mal rumreisen, weil ich würde ja eigentlich gerne trainieren, um zur nächsten Stufe zu kommen. Beziehungsweise ich würde das eigentlich immer gerne ausnutzen, weil man kann ja nur 5-mal pro Stufe trainieren. Was ist hier los? Ach, das sind wieder die Rotwadonen. Ja, ja. Das mache ich auch irgendwann, ne? Ich habe keine Zeit für solch großen Mumpitz. Kommt jetzt friedlich mit, dann müssen wir auch nicht groß werden. So, Ivarstadt. Nach links. Was steht da unten? Helgen. Ja, Helgen. Helgen ist richtig. So, was haben wir hier? So langsam wird es morgen. Ach, ist ganz schön, wenn man so in den Morgen hineinläuft, ne? Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Kaiserliche ja. Angelegenheiten. Geht doch nicht weiter. Bin denn so gereizt? Wo ist denn... Also, okay. Ich glaube, es bringt gar nichts, wenn ich renne, weil da kommt der ja eh nicht hinterher. Aber da kann ich wenigstens mal in Ruhe aufs Schild gucken. Hier, Weißlauf geradeaus. Und Helgen auch. Dann sind wir jetzt hier. Ja, dann sind wir hier, wo ich denke, wo wir sind. Wo ich bin. Was? Man ist nicht oft da, wo man denkt, dass man ist.
Oftmals ist es auch ganz woanders. Vorsichtig! Oh! Ah, ich brauche keine Bärenpelze mehr, ganz ehrlich. Ich habe so viel Leder zu Hause rumfliegen. Gut, dass ich die Bären gar nicht sehe, wenn ich in Third Person bin. Das war beim letzten Mal schon so, als wir nach Rifton gelaufen sind. Wo sind sie jetzt hin? Da ist er. Das ist ein Problem, Wolf. Ah, siehst du? Lass die Ziege in Ruhe. Noch eine? Nee, scheinbar nicht. Esbern? Kommt ihr? Ja, kommt. Oh, wer steht da? Wer will da, Trabbel? Na schön. Gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Geht, sofort! Ja, netter Versuch, aber mir jagt ihr keine Angst ein. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Eher würde ich sterben. Dann ist das wohl euer letzter Wunsch, Dummkopf. Das war's. Mehr habt ihr nicht drauf? Oh, geh doch mal weg, Esbern, ich sehe überhaupt nichts. Oh, ein makelloser Rubin. Den kann er mir gerne vorbeibringen. Oh, die Rüstung nämlich auch. Wert 700, hä? Nehmen wir auch mit. Alles klar. Super. Ein bisschen ungewohnt mit der Third Person. Vielleicht wechsle ich das mal ab und zu ab. Finde ich eigentlich ganz nett. Gerade wenn man so reist, dann sieht man doch irgendwie mehr. Also außer die Bären jetzt, aber so von der Landschaft, meine ich, sieht man dann irgendwie mehr gefühlt. Man sieht gefühlt mehr. Das muss man auch erstmal schaffen. Fühlen zu sehen. Ja. Ich habe mir was überlegt. Und zwar schwirrt die Idee schon länger in meinem Kopf rum. Ich weiß nicht, ob man das... Also hat bestimmt... Haben bestimmt schon sehr viele... Oh! Hallo Jäger, darf ich mal kurz durch, ohne erschossen zu werden, bitte? Danke. Die Idee hatten wahrscheinlich schon mehrere Streamer, YouTuber, aber ich würde gerne mal ausprobieren. Also nicht... Esbern? Esbern? Da ist er. Und zwar, es gibt ja diese drei Charaktertypen. Es gibt den Dieb, es gibt den Krieger und es gibt den... Es gibt den Magier. Und da gibt es ja diese verschiedenen Eigenschaften, Eigenschaften halt, also sowas wie Zerstörung und Blocken und Taschendiebstahl und Redekunst und sowas. Das gehört ja alles zugeordnet zu einem dieser Typen.
Und ich habe mir überlegt, das wäre mal ein total lustiges Experiment. Wie gesagt, wahrscheinlich gibt es das schon tausendmal auf YouTube. Aber wenn man mal mit jedem der drei Typen spielt, ohne was von den anderen zu benutzen. Also zum Beispiel Magier, der darf aber tatsächlich auch nur Magie benutzen. Der darf weder schleichen, weil es zum Dieb gehört. Der darf keinen Taschendiebstahl machen, weil es zum Dieb gehört. Der darf nicht einhändig benutzen, weil es zum Krieger gehört. Auch nicht zweihändig, auch nicht blocken, auch nicht... ja, Rüstung tragen darf er tatsächlich, dürfte er tatsächlich auch nicht, weil leichte Rüstung gehört zum Dieb, schwere Rüstung zum Krieger. Und, ja, irgendwie fände ich das mal lustig, das mal auszuprobieren und dann mal so zu schauen, wie weit man kommt, wo so die Schwierigkeiten sind, was so das Schwierigste ist auch von den dreien. Also es gibt so ein paar Sachen, an die denkt man zuerst nicht und die sind wahrscheinlich total schlimm. Also wie gesagt, zum einen zum Beispiel, dass der Magier keine Rüstung hat. Was aber für Magier und für Krieger relativ schwierig sein dürfte, ist, dass die keine Redekunst machen dürfen, ja? Also die dürfen zum Beispiel... Jetzt habe ich S-Band verloren. Kann das sein, dass ich S-Band verloren habe? Kann das sein, dass der da reingegangen ist und sich mit denen angelegt hat? Och, S-Band... Ausbildung zu erinnern. Wobei, ja, also wie gesagt, darf man nichts von den anderen benutzen. Das wäre mal ein ganz cooles Experiment. Also durchspielen würde ich das dann nicht, aber dass man das mal so anfängt und mal so guckt, wie gesagt, wo die Schwierigkeiten sind, was man alles nicht denkt, was vielleicht auch mehr Spaß macht und so, fände ich schon ganz cool eigentlich. Wie gesagt, Redekunst wird eine der schwierigsten Sachen sein. Also, dass du halt als Magier und als Krieger keine Redekunst benutzen darfst und dann theoretisch nicht handeln kannst, an nichts kaufen kannst, ja. Wobei ich da ein bisschen großzügig wäre, weil es gibt so zwei, ne, beziehungsweise es gibt drei Eigenschaften, die liegen so zwischen den Typen. Und zwar ist das Schießkunst, die gehört nämlich so zwischen Krieger und Dieb. Die sollte der Dieb auch machen dürfen, weil sonst hat der Dieb auch einfach keine Angriffswaffe. und es gibt, glaube, Verzauberung liegt zwischen Krieger und Magier. Und was liegt zwischen Magier und Dieb? Alchemie? Kann das sein? Ach, das ist ein Hund. Ich dachte, das wäre ein Wolf. Ach, warum setzt er sich hin? Okay, das ist ein Jäger, ist kein Problem. Alles gut. Alles gut, S-Bern. Vielleicht mache ich das mal. Vielleicht probiere ich das mal. Was macht der denn jetzt? Kommst du? Danke. Vielleicht mache ich nämlich mir irgendwann mal, wenn ich ganz viel Lust habe, erstelle ich mir mal drei Charaktere und dann probiere ich das mal aus. Und immer so stufenweise halt, ja. Also immer so ein bisschen mit dem einen gespielt, dann ein bisschen mit dem anderen, dann ein bisschen mit dem dritten. Dass man halt so ein bisschen Erfahrung sammelt und guckt. Oh, ich bin, glaube ich, falsch gelaufen. Ich komme hier gar nicht runter. Ne? Ich muss... Sorry, Espern. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Offiziell. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Das mal auszuprobieren, so als Experiment, wie gesagt. Nicht als wirklich, um es durchzuspielen. Ich glaube, da kommt man nicht... Wie komme ich denn jetzt hier runter, verdammt? Muss ich jetzt ganz außen rumgehen einmal? Also Magier fände ich fast am interessantesten. Dass man wirklich mal nur Magie macht, gerade... Okay, was hängt denn da oben im Baum? Das ist ein Bienennest? Dass man wirklich nur sich auf die Magie verlässt, weil ich jetzt halt auch gerade so ein bisschen Gefallen daran gefunden habe, hier an der Beschwörung und so. Aber es wird, glaube ich, ziemlich hart, weil du kannst als Magier halt auch keine Zauberbücher kaufen, ja. Das heißt, alles, was du... Also alle Zaubersprüche, die du
brauchst, musst du halt irgendwie finden in Dungeons. Oder, was natürlich auch geht, den Verkäufer des Zauberbuchs mit Magie umbringen. Ginge theoretisch auch. Aber ich weiß nicht, ob das... Also zumindest am Anfang. Gut, da muss man wahrscheinlich einfach echt ein bisschen im Internet nachlesen, wo es die ganzen Bücher gibt. Wie zum Beispiel den beschworenen Bogen, den ich gefunden habe. Den könnte man sich auch holen, wahrscheinlich relativ einfach auch am Anfang. Aber da müsste man wahrscheinlich auch noch ein bisschen müsste man wahrscheinlich einfach noch mal ein bisschen im Internet nachlesen, dass man die Bücher alle findet. Aber finde ich mal ein ganz cooles, interessantes Experiment. Vielleicht mache ich das mal demnächst, was so heißt. Also, ich würde jetzt erstmal hier gucken, dass ich durchkomme. Skyrim durchspielen ist halt auch so eine Sache. Wann ist Skyrim durchgespielt, ne? Kann man auch nicht so richtig sagen. Also auf jeden Fall mindestens die Hauptquest abschließen und eigentlich so alle großen Quests abschließen und dann mal gucken, was noch so geht. Vielleicht gibt es dann ja auch schon Elder Scrolls 6. Bis dahin. Das wäre natürlich cool, wenn das nahtlos ineinander überginge. Ich glaub's aber irgendwie nicht. Ich glaube, die brauchen noch eine ganze Weile. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ich passe auf mich auf, ja, danke. Sagt Ulfric Sturmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach in Stücke geschrien haben. Ist Delphine nicht hier? Oder habe ich das gar nicht... Doch. Wo ist sie denn? Wo müssen wir denn hin? Esbern, sag mal. Vor allem, wo ist Esbern jetzt hin? Ich gehe einfach mal rein. Da! Delphine! Guck mal, wen ich mitgebracht habe. Vielleicht. Esbern? Ich rede mal mit ihr. Vielleicht ist er schon da. Was gibt es? Ich habe Esbern gefunden. Wirklich? Ja. Er ist in Sicherheit? Wo ist er? Er ist hier im Flusswald, direkt draußen. Ah, okay, er traut sich nicht rein. Bei Maras Gnade, dann ist er in Sicherheit. Kommt, wir haben viel zu besprechen. Delphine! Ha! Ha! Schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her. Es ist auch schön, euch zu sehen, Esbern. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Komm, ich weiß, wo wir reden können. Orgner, übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Ich mag Orgner. Hier entlang. Ich mag Orgner sehr gerne. Nein, ja, na klar, mach ich. Mach mal hier zu, damit es keiner mitkriegt, Elfin, ne? Geht sehr großzügig mit euren Geheimnissen um. So, jetzt? Mal sehen, was Esbern zu sagen hat. Ja. Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über... Oh ja, Drachenblut. In der Tat, ja. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Ich zeige es euch. Ich hatte es doch hier irgendwo. Esbern, was? Gebt mir nur einen Augenblick. Ah, da ist es ja. Seht hin. Genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach, während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Wisst ihr, wovon er redet? Psst!
Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Hm, intelligent. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte. Trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Standort. Esbern, worauf wollt ihr hinaus? Ihr meint, ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von Alduins Mauer gehört habt. Keiner von euch beiden? Nur im Questtagebuch. Hätten wir noch nicht davon gehört. Was ist Alduins Mauer und wie kann sie uns helfen, die Drachen aufzuhalten? Alduins Mauer war der Ort, an dem die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhundertelang blieb sie verschollen. Aber ich habe sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Ihr glaubt also, dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmelszuflucht. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Esbern. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Esbern redet. Reach. In der Nähe des heutigen Kartschwitze im Flusstal des Kartflusses. Wir können euch dort treffen oder alle zusammenreisen. Sucht es euch aus. Ich würde sagen, wir treffen uns an der Kartspitze. Eure Entscheidung. Vielleicht ist es sicherer, einzeln zu reisen. So erregen wir weniger Aufmerksamkeit. Keine Sorge, ich werde Esbern wohlbehalten dorthin bringen. Wir warten in der Nähe von Kartspitze auf euch. Viel Glück. Reach wird wieder uns gehören. Ja, dann. Machen wir das, aber nicht jetzt. Ich würde jetzt nochmal schnell nach Rifton zurückreisen. Rifton, whatever. Und würde mal... die ganzen Sachen hier abschließen, die ich hier, also was heißt abschließen, weitermachen, die ich hier noch aktiv habe, weil das waren ja einige. Genau. Das würde ich mal machen. Ich gucke gerade mal, was, ob ich irgendwas habe, dass ich vielleicht. Entschuldigung, Faustkämpfer, Silberhalskette, Silberner Granatring. Miluva Hlalu, Silberring. Okay, ich glaube, ich reise zwischendurch mal kurz nach. Also mache ich mal jetzt aber das zwischen den Folgen. Also ich mache in der nächsten Folge weiter. Wahrscheinlich bin ich dann schon in Rifton und reise zwischendurch mal ein bisschen schnell nach Einsamkeit und lege ein paar Sachen ab. Ordner, es und ist dann. Die Taverne gehört euch. Ich komme wahrscheinlich nie mehr hierher zurück. Tja, darüber könnte man nachdenken. Ich mag Gebt Ordner. Auf euch acht, Ordner. Lebt wohl. Ja, natürlich. Ihr auch, Delfin. Herzlichen Glückwunsch auf euch auf. Zur Taverne, Orgner. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Mehr gibt's nicht zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Was er sagt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.